Hi, es ist Sonntagabend und das Wort zum Sonntag von mir. Ich habe heute wieder ein paar lustige Erkenntnisse gehabt und es geht unter anderem darum, was ist das Ding, dass wir uns immer wieder genau das Gleiche kreieren? Immer wieder, ja? Wir wollen absolut was anderes und bumm, wieder fallen wir in genau das gleiche Ding. Und ich habe heute so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich höre so viele Leute sagen, ach, da gehe ich nicht in Resonanz mit. Das ist nicht stimmig für mich. Das fühlt sich schwer an. Und ich habe schon länger die Erfahrung gemacht, dass wenn ich sowas höre, dass ich dann aufmerksam werde. Weil was bedeutet das eigentlich, in Resonanz mit irgendwas zu gehen? Es fühlt sich stimmig an. Es ist schwer oder es ist leicht. Was bedeutet das? Ja? So, im Prinzip geht es da um eine Schwingung, sagen viele. Eine Schwingung, die nicht mit unserer Schwingung übereinstimmt. Aber dann frage ich mich, was ist denn gerade unsere Schwingung? Ja? Wir gehen meistens davon aus, dass unsere Schwingung perfekt ist, ja? Weil wir wollen das Perfekte. Aber das Ding ist, unsere Schwingung oder das, was wir eben sind, der Zustand, in dem wir sind, ist nichts anderes als das Konglomerat an Glaubenssätzen, das wir haben. Ja? So, wenn wir jetzt sagen, der oder die oder das, ist nicht in Resonanz mit mir. Was ist das dann? Ja, das Ding, was da im Außen ist, die Person oder dieses Ereignis oder dieser Kurs, den ich machen will oder diese Investition, die ich tätigen will oder diese Entscheidung, die ich zu treffen habe, passt nicht zu mir und meiner Summe an Glaubenssätzen, die ich habe. Es ist nichts anderes. Ja, also ich warne so ein bisschen vor diesem ich gehe in Resonanz oder gehe nicht in Resonanz. Es fühlt sich leicht oder es fühlt sich schwer an. Ich habe mal ein Video gemacht, ich muss doch mal wieder gucken. Da ging es um unser inneres Leitsystem und wie verkorkst das ist. Und das ist auch so eine Sache, ja? Unser inneres Leitsystem ist nicht das, was wir glauben, dass es ist. Es ist nicht dieses absolute Wissen, dass das, was wir jetzt sehen oder nicht sehen, gut oder schlecht für uns ist. Sondern wir funktionieren immer nur aus dem Zustand heraus, in dem wir eben gerade sind. Und dieser Zustand ist nichts anderes als die Sammlung all unserer Überzeugungen. So, stellt euch, ich mache ein praktisches Beispiel, damit ihr wisst, wovon ich rede. Zum Thema Beziehungen. Wir sind zum Beispiel jemand, der die Erfahrung gemacht hat, wenn ich in einer Beziehung bin, werde ich kontrolliert. Ja, haben viele. Ja, wir werden von Eltern kontrolliert, wir werden von unseren Chefs kontrolliert, wir haben Beziehungen manifestiert, in denen wir kontrolliert werden. Das heißt, was wir wollen, ist eine Beziehung, in der wir nicht mehr kontrolliert werden. Unser Glaubenssatz ist aber, in Beziehungen werde ich kontrolliert. So, wenn ich jetzt jemanden treffe, der zum Beispiel ein Engel ist in Sachen Erlaubnis, ja, in Sachen keine Kontrolle, in Sachen, ich lass dich machen, in Sachen, ach, ich habe überhaupt keine Bewertung. Wie reagieren wir dann? Das ist eine Schwingung, die wir nicht kennen. Und wir reagieren mit Widerstand. Oh, ich bin nicht in Resonanz damit. Das fühlt sich nicht stimmig für mich an. Das ist schwer. Ist das nicht lustig? Genau das, was wir wollen, eigentlich, gegen das haben wir Widerstand. Einfach nur deswegen, weil unser Zustand, unsere Schwingung oder wie immer ihr das nennen wollt, nicht mit dem konform geht. Und was unser Verstand die ganze Zeit eben macht, ist, er sorgt dafür, dass wir in der Komfortzone bleiben. Wir wollen, dass es so vertraut wie möglich ist. Wir reagieren auf Vertrautes. Und unser Verstand sorgt dafür, dass wir Vertrautes gut finden und Unvertrautes schlecht finden. Oder umgekehrt, ihr seid diese Person, die glaubt, in der Beziehung wird sie kontrolliert, deren Überzeugung das ist, und dann trifft sie jemand, der auch kontrolliert. Und dann sagt eure Schwingung, eure Resonanz, euer Leicht- und Schwerdings, oh wow, das ist es. Ja? Ich wollte heute so ein bisschen damit aufräumen, mit unserem Vertrauen in uns selbst eigentlich, aber nicht in uns selbst, sondern in dieses innere Leitsystem. Denn wir können natürlich Fragen stellen. Wir können zum Beispiel die Frage stellen, was ist das, wenn ich Widerstand habe? Ja? Nicht sofort abkaufen, dass es eben so ist, da ist Widerstand, okay, das ist nichts für mich, sondern mal zu fragen, was ist das, dieser Widerstand? Weiß ich da irgendwas, was mir nicht gut tut? Oder würde es mich nur dazu bringen, aus meiner Komfortzone rauszutreten?
Weil das ist das, was unser Verstand nicht will. Er will uns halten in dieser Komfortzone. Ja? Also die Frage zu stellen, was ist das? Und mal offen hinzugucken, okay, was ist dieser Widerstand? Ist es verrückt, ich habe heute, weil ich glaube ja auch so sehr daran, dass ich immer weiß und dass ich immer ein Gefühl habe und meistens stimmt es auch, aber oft sind es diese Dinge, wo man den meisten Widerstand dagegen hat, dass genau das wäre, was einem helfen würde, aus dieser Verstrickung mit diesem Glaubenssätzen, diesem Zustand rauszukommen. Und ich sage jetzt echt nicht, ja, ihr müsst euch mit Menschen zusammentun, die nicht für euch passen. Aber es ist, jeder Mensch im Außen ist eine Gelegenheit zu sehen, wie ihr funktioniert. Ja, also das ist mein Aufruf heute so ein bisschen. Glaubt nicht eurem inneren Leitsystem. Euer inneres Leitsystem ist einfach nur das Ergebnis eurer Glaubenssätze, ja, derer wir uns oft nicht bewusst sind. Und deswegen reagieren wir mit Zustimmung auf das, was unseren Glaubenssätzen entspricht, und mit Widerstand auf das, was ihnen widerspricht. Und wenn wir immer nur auf das reagieren, womit wir uns in Resonanz fühlen, was stimmig ist, was sich leicht anfühlt, werden wir immer im gleichen Zustand bleiben. Ja, so, es lohnt sich hinzuschauen, was dieser Widerstand in uns ist, und zu entdecken, wo wir aus Annahmen funktionieren, die andere Person vielleicht helfen könnte, zu verändern. So, das ist so wichtig in Beziehungen. Ich sehe immer wieder in meinen Coachings so viele Frauen in genau die falsche Beziehung rennen und genau die Beziehung nicht in Erwägung zu ziehen, die ihnen weiterhelfen könnte. Also bedenkt noch einmal, wenn etwas in euch in Resonanz geht, wenn es sich stimmig anfühlt, wenn es sich leicht anfühlt, mag es sein, dass es nur deswegen ist, weil euch das genau in der Komfortzone halten würde, die immer weiter das kreiert, was ihr eigentlich nicht wollt. So, ich rede drüber in meinem dreiteiligen Seminar, das am Donnerstag beginnt. Das heißt Beziehungen, Dating und andere Probleme mit der Liebe. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn wir weiterreden können, weil es ist spannend. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie wir reagieren, wenn jemand uns will oder nicht will, was da in uns getriggert wird und wo wir abgekauft haben, dass wir etwas Bestimmtes sein müssen, um etwas zu kriegen, was wir haben wollen. Ja, ich habe heute auch ein Posting gemacht mit den Standards. Ja, welche Standards haben wir über uns, was über unsere Glaubenssätze hinausgeht? Das ist nämlich eine Wahl, die wir treffen können. Wo will ich bleiben? Was ist mein Standard? Und wo bin ich bereit, mich klein zu machen und das zu kriegen, was ich glaube, haben zu müssen? So, spannende Themen. Am Donnerstag beginnt's. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Einige sehe ich hier, sind bereits dabei. Und ja, so, überlegt das nächste Mal, wenn sich etwas stimmig für euch anfühlt oder schwer oder leicht oder wo ihr sagt, ihr geht in Resonanz oder nicht. Bevor ihr es abkauft, stellt erstmal die Frage, was ist das? Okay, habt einen wunderbaren Abend und wir sehen uns irgendwann irgendwo.